Guten Tag, mein Lieben. Es ging ja durch die Nachrichten immer wieder, neue Kfz-Steuer und so weiter und so fort und was alles so, naja, so erlassen wurde, ne, von unserer geliebten Bundesregierung. Ich habe auf der Seite tagesschau.de mal nachgeguckt und ich verlinke euch natürlich alles. Das ist unten in der Videobeschreibung. Ich sage auch zum Schluss, wie man mit dem Handy in die Videobeschreibung kommt. Und zwar, ich zitiere, Aufschlag für Spritschlucker. Stand 18.09.2020 und zwar höhere Steuern bei höherem Verbrauch. Der Bundestag hat eine Reform der Kfz-Steuer beschlossen. Das soll die Bürger dazu bringen, spritsparendere Pkw zu kaufen. Doch es gibt Zweifel, ob die neuen Regelungen ausreichen. Ja, ausreichen, naja gut. Ich habe mich der ganzen Sache dann mal rechnerisch angenommen. Aber ich zitiere weiter. Ab 2022 steigt für neue Autos mit hohem Spritverbrauch die Kfz-Steuer. Der Bundestag beschloss am Donnerstagabend eine entsprechende Reform. Das soll die Bürger dazu bringen, sparsamere Pkw zu kaufen. Bereits zugelassene Autos sind nicht betroffen. Naja, die Kraftfahrzeugsteuer wird künftig stärker daran ausgerichtet, wie viel CO2 ein Fahrzeug ausstößt. Die CO2-Komponente wird gegenüber dem Hubraum stärker gewichtet. Ja, und dann Elektroautos sind befreit und so weiter und so fort. Bis zu 4 Gramm pro CO2. Aber Achtung, das wird obendrauf gerechnet. Da gibt es einen gewissen Mindestsatz und so weiter. Das ist jetzt auch nicht das Gefährliche. Was heißt gefährlich? Früher ging es ja auch nach PS und dann nach Hubraum und so weiter. Und machen wir uns da nichts vor. Ein Auto, was meinetwegen gleiche Karosserie hat und einen ganz schwachen Motor hat und eins, was einen ganz starken Motor hat, brauchen für 100 km/h, weil sie die gleiche Karosserie haben, ich nehme mal auch gleiche Beladung an, gleiche Reifen und so weiter, brauchen für 100 km/h nahezu das gleiche an Sprit. Denn Energie geht nicht verloren und ich muss auch nicht mehr Windwiderstand überwinden, wenn ich die gleiche Karosse habe. Also insofern, und das hat mich alles so ein bisschen zweifeln lassen. Ich habe dann auch einen Vergleich anstellen können. Und zwar, wir gucken mal rein. Ich habe nach diesem Wort einfach gegoogelt und habe gesagt, okay, also hier diesen Artikel, den werde ich euch verlinken. Und habe mal Spritrechner Bits aufgerufen. Und zwar, da kann man ganz einfach eingeben, wie viel ist mein Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer. Und da hat man die Variante Diesel und Benzin. Also hier rechts ist Diesel. Pro 100 gefahrene Kilometer, man kann auch 1000 oder sonst was eingeben, ganz egal. Aber ich habe das jetzt mal darauf belassen. Und zwar ergibt sich bei Benzin ein Ausstoß von 119 Gramm CO2 pro Kilometer und bei Diesel 132,5 Gramm pro Kilometer, wohlgemerkt. CO2. Gut. Also hier nochmal, ne, die Zahlen. Und dann gibt es Hinweise, man sollte doch mal in die Spalte V7 in der Zulassungsbescheinigung nachgucken, wie viel stößt denn das spezifische Auto aus. Das ist hier ein Benziner mit 90 Kilowatt und der hat 124 Gramm pro CO2 pro Kilometer Ausstoß. Steht einfach so drin. Und der andere, der hat 150 Kilowatt. Der hat 142 Gramm. Das ist ein Diesel, das ist ein Benziner. Also links beziehe ich mich immer auf Benzin und dann auf Diesel. Das hat mich doch ein bisschen gewundert. Ich dachte, wie können die das so einfach angeben? Einfach mal so reingeschmissen. Ne? Das ist einfach so. Andererseits, jetzt guckt mal, die neue Kfz-Steuer wird wirklich etwas gerechter. Denn wenn ich mir überlege, der hier hat 150 Kilowatt, der wäre sonst viel höher besteuert worden. Und der mit 124, mit 90 Kilowatt, der hat doch relativ viel Ausstoß. Jetzt nur ein kleines bisschen gucken, woran es auch liegt. Also hier 124 Gramm CO2 und ich habe das mal umgerechnet, dann müsste das auf 5,22 Liter Benzin pro 100 Kilometer ausrechenbar sein und das sind 142 Gramm CO2, also 5,36 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Und das kommt ungefähr bei unseren Fahrzeugen auch hin. Das kann man mit diesem Benzinrechner, Spritrechner, kann man das auch rückwärts rechnen. Ich verlinke euch den auch. Kann man also sagen, okay, dann rechne ich mal so lange, bis ich auf meine 124, die in der Zulassungsbescheinigung stehen, tippe ich mal so lange hier hinten noch ein bisschen hinterm Komma rum, bis ich das habe und tippe immer wieder auf Berechnen und dann komme ich eben auf solche Werte.
Hier 142 passt wunderbar. Die Nachkommastellen mal weggelassen. So, und jetzt steht unter diesem Ding auch, wie rechnet denn der? Naja, das ist eine Faustformel hier. Also hier nimmt man einfach den Verbrauch auf 100 Kilometer mal 23,8 und hier bei Diesel mal 26,5. Das heißt also, im Benzin müsste ja weniger CO2 enthalten sein. Ja, so ein bisschen hat mich das dann doch ein bisschen zweifeln lassen. Ich habe noch mal kurz nachgeforscht, die entsprechenden physikalischen Größen rausgesucht. Und bei Benzin, also für den Ottomotor, ist die Dichte nur 0,75 Gramm pro Kubikzentimeter, muss es heißen. Das ist ja schlimm. Das wäre ja furchtbar. Und hier ist es, so, 0,83 Gramm pro Kubikzentimeter. Also Diesel ist etwas dichter. Immer noch leichter als Wasser, also undichter als Wasser, ne? Das hat ja 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Zur Energiedichte. Spannenderweise haben die fast die gleiche Energiedichte. Allerdings hat Diesel ein bisschen mehr Energiedichte, aber auf das Kilogramm bezogen. Wenn ich das jetzt wieder auf den Liter beziehe, weil ja die Dichte hier geringer ist, dann sind hier nur 30,5 Megajoule pro Liter drin und bei Diesel, da ist mehr Energie drin, nämlich 35,5 Megajoule pro Liter. Gut, könnte ja an den Motoren liegen. Aber der Wirkungsgrad ist bei dem Benziner rund 40%, moderne Motoren vorausgesetzt, und 43% beim Diesel. Also ein bisschen besser. Gut, habe ich mir gesagt, jetzt nehme ich mal ein W212 und vergleiche mal ganz einfach, egal welche Leistung. Und habe immer wieder gesehen, wenn das ein Benziner ist, dann stößt er 140 Gramm CO2 aus, bei 5 Liter Verbrauch. Und der Diesel 130 Gramm. Na, was denn nun? Der Benziner stößt mehr aus und der Diesel weniger. Wie war es doch hier? Wenn ich sage, nee, halt ganz oben. Also, der Benziner stößt mehr oder weniger aus. Ist das nicht komisch? Der Rechner, und die Formel ist nachvollziehbar, also diese Faustformel. Der Rechner sagt mir, bei gleichem Verbrauch stößt der Diesel mehr aus. Gucken wir noch mal. So. Und hier ist es aber, stößt der Diesel weniger aus. Ich habe das entnommen von Daimler-Benz, W212 ist der Mercedes, den ich meine. Einmal ist es ein Benziner und da ist es fast egal, welche Leistungsklasse der hat und beim Diesel auch. Wohlgemerkt aber immer Vierzylindermotoren, damit nicht zu viel an Reibung und sonst was noch ähnlichen Aggregatverlusten drauf geht. Habe ich mir gesagt, wenn, dann vielleicht vergleiche ich diese Motoren. Und ich denke, der Benziner hat weniger Ausstoß, 119 Gramm, und der hat 130 Gramm. Auch seltsam. Gut, ich habe da mal nach dem spezifischen Kraftstoffverbrauch von modernen Motoren nachgeguckt. Und die liegen bei, jetzt wieder aufs Gramm bezogen, nicht auf die Liter, die liegen rund bei 250 Gramm beim Benziner und nur 200 Gramm Kraftstoff beim Diesel. Naja. Wenn ich mir jetzt allerdings diesen Artikel so angucke, auf solche Sachen geht da überhaupt keiner ein. Aber eins kann ich sagen, es ist schon gerechter geworden. Ob ich das nun mit CO2 bezeichne oder ob ich das nun ganz einfach mit Verbrauch bezeichne, denn letzten Endes kommt ja aus dem Kraftstoff, egal ob der Benzin oder Diesel heißt, kommt ja auch hinten CO2 raus. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber jetzt kommt eine Sache und die gefällt mir gar nicht. Und zwar. Wir zahlen nämlich schon auf den Liter bezogen Kraftfahrzeug, Spritsteuer. So, und jetzt wuchten die uns hier nochmal einen unter. Naja, gut, okay. Also, wenn ihr das kommentieren wollt, hier ist der Link zum Kommentarvideo. Und wenn ihr nachgucken wollt, um die Links zu verfolgen, auch was wir alles tun gegen den Wahnsinn der Welt, hier ist der Link dann für die Videobeschreibung, wie komme ich in die Videobeschreibung, wenn ich nur ein Handy habe? Wird jeden Tag immer wieder zigmal genutzt. Ich staune. Das wissen manche Leute nicht, ist aber nicht schlimm. Also, hier gucke ich mit dem Handy rein, wie ich in die Videobeschreibung komme, weil es da unten zu den Links geht, auch was wir tun. Und hier gucke ich ganz einfach rein, wenn ich klicke drauf, wenn ich dann diesen Beitrag kommentieren will oder was anderes kommentieren will. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören. Und ja, macht was, aber macht's gut. Und bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.